Hallo zusammen, ich bin Jasmin Kosebeck und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Themen. Bevor wir mit dem Interview loslegen, möchte ich an dieser Stelle noch auf meinen langjährigen Kanalsponsor, die Hörner Group, aufmerksam machen. Die machen diese wunderbaren, hochwertigen Schreibwerkzeuge, Kugelschreiber, Füller oder mein persönlicher Favorit, der Tintenroller. Und weil ja Ostern um die Ecke ist, würde ich sagen, es ist eine super gute Geschenkidee für eure Freunde, Familie, Arbeitskollegen oder vielleicht sogar für eure Kunden. Ihr könnt die Stifte sogar persönlich gravieren lassen, um dem Ganzen noch eine etwas individuellere Note zu geben. Mit dem Rabattcode JASMIN10 erhaltet ihr 10% auf euren Einkauf. Und ihr unterstützt meinen Kanal und ein mittelständisches Unternehmen aus Dresden. Und damit danke und nun zum Interview. Heute sitzt vor mir Norbert Klein, Gopal Norbert Klein. Das ist quasi der spirituelle Name, ja, kann man so sagen. Sie sind Traumatherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie. Sie schreiben Bücher, darunter auch den Spiegel-Bestseller Der Vagus, Schlüssel zur Traumaheilung, wie ehrliches Mitteilen unser Nervensystem reguliert. Es kam, wurde 2022 veröffentlicht. Dann 2019 haben Sie das Buch geschrieben, Heilung von Beziehungen. Früher waren Sie ITler und dann haben Sie sich von jetzt auf gleich entschieden, Heiler zu werden. Auch ein interessanter Sprung von dem einen zum anderen. Sie selbst haben in Interviews erzählt, dass Sie 30 Jahre lang Therapie gemacht haben und relativ verzweifelt waren und dann irgendwann mal hatten Sie eine Erleuchtung vielleicht in gewisser Weise. Vielleicht können Sie das mal ganz kurz erläutern, nur damit man verstehen kann, wie man von der IT zur Traumatherapie kommt? Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ich habe selber als Betroffener jahrzehntelang Therapie gemacht, klassische Therapie. Und die hat mir nicht geholfen, teilweise sogar geschadet. Ich wusste nicht, was mit mir los war. Die Therapeuten haben auch nicht verstanden, was mit mir los war. Und so war das ein Herumirren über viele, viele Jahre. Und damals war das Thema Trauma mir unbekannt. Ich hatte damit nichts zu tun, kannte das nicht. Und dann durch Zufall bin ich an eine Traumatherapeutin geraten, die explizit Traumatherapie angeboten hat. Und die hat mir das alles erklärt, was mit mir los war. Und in dem Moment hat es Klick gemacht. Und ich wusste, diese Frau hat das verstanden, was mit mir los ist. Und die hat dann auch gesagt, es wird ungefähr ein Jahr dauern. Dann ist das im Wesentlichen geklärt. Und so war es dann auch. Und nach diesem einen Jahr expliziter Traumatherapie ging es dann nur noch aufwärts in meinem Leben. Also kontinuierlich aufwärts. Da war das Kernproblem war gelöst. So, und das ist so meine persönliche Geschichte, wie ich in diesen Traumabereich gekommen bin. Und mein Job als ITler, das war so, wie ich einfach in das Berufsleben gestartet bin. Sie sagen, als Sie dann von Trauma gehört haben, die Frau hat Ihnen was erklärt, wahrscheinlich nicht nur erklärt, da macht man ja auch andere Dinge durch. Da geht es ja nicht nur um den Verstand, so wie ich das verstanden habe. Und zwar würde ich mal ganz gerne die zentrale Aussage zusammenfassen, auch um die es heute hier geht. Ja? Sie sagen im Endeffekt, dass alles Bindungstrauma ist, also alle Probleme, die wir in der Welt eigentlich sehen. Und solange die Bindungsstörungen auf zwischenmenschlicher Ebene nicht geklärt werden, solange werden wir auch Probleme haben. Diese Störungen führen nämlich zu einem unbewussten Überlebenskampf, der sich im Kampf gegen den Klimawandel, im Kampf gegen die Regierung oder im Kampf gegen rechts manifestieren können. Es ist egal eigentlich. Ist egal. Ja. Und wir wollen heute auch im Speziellen noch darüber sprechen, wie Kindheitstrauma unserer Politiker Deutschland ruinieren. Weil wenn Sie sagen, dass alles Bindungstrauma ist, dann sind ja alle Probleme, die wir in Deutschland haben, auch damit verbandelt. Ist natürlich aus meiner Sicht in gewisser Weise eine steile These, zu sagen, alle Probleme liegen daran und wenn wir diese Probleme lösen, sind alle Probleme gelöst. Ja, aber da wollen wir heute ein bisschen näher hingucken und diese These auch ein bisschen untersuchen und prüfen. Und vielleicht, bevor wir damit anfangen, lassen Sie uns das Bindungstrauma vom Schocktrauma abgrenzen. Und bevor wir uns jetzt mit dem Schocktrauma, ich glaube, Schocktrauma kennen ja Leute, ne? Das sind die Soldaten, die im Krieg waren, die irgendwas Krasses erlebt haben, so ein Einzelerlebnis. Aber Bindungstrauma ist ja etwas komplexer und betrifft, soweit ich das verstanden habe, eigentlich alle. Kann man so sehen. Fast alle in der Gesellschaft sind von Bindungstrauma betroffen. Wir leben in einer bindungstraumatisierten Gesellschaft, worüber es aber leider eben keinen Kontext gibt. Na, wir sind uns dessen nicht bewusst als Kollektiv, dass das so ist. Und deswegen kommen wir, was das angeht, nicht wirklich weiter und irren herum. Dann erleuchten Sie uns, was denn ein Bindungstrauma sozusagen ist.
Ja, also man kann es sich so vorstellen, dass, oder das ist meine Sichtweise, da gibt es natürlich auch in der Wissenschaft verschiedene Ansichten, aber meine Sicht ist, Bindungstrauma hat als Auswirkung, dass wir als Erwachsene nicht mehr voll kontakt- und beziehungsfähig sind, dass wir in uns Dinge abwehren müssen und so ein Gegenüber auf Distanz halten müssen, auf die eine oder andere Art und Weise. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, alles, was im Kontakt, wie zwischen uns jetzt, was zwischen uns in mir in Bezug auf sie passiert, zu kommunizieren. Und in der Partnerschaft natürlich wird das natürlich noch viel intensiver, was dann die Nähe, die dann entsteht. Und wenn wir da nicht alles, was in uns da passiert, kommunizieren können, dann entsteht Leiden. Und das ist für mich die Definition von der Auswirkung von Bindungstrauma. Und manche sagen, das ist nur Bindungsstörung, aber ich halte diese Unterscheidung, das ist jetzt für mich nicht der Punkt, weil das Prinzip, unter dem wir leiden, ist das Gleiche. Und ob man jetzt Bindungsstörung oder Bindungstrauma sagt, das ist letztlich eine Abstufung. Und zur Entstehung, das kann eben auf verschiedene Art und Weisen entstehen. Die typische Entstehungsgeschichte ist, dass eben die Eltern ebenfalls bindungstraumatisiert sind und somit mit dem heranwachsenden Kind nicht in einen vollständigen Austausch treten können. Und das heißt zum Beispiel, wenn das Kind die Grundbedürfnisse und Grundbewegungen in sich zum Ausdruck bringen möchte, also der Wunsch nach mehr Nähe oder der Wunsch nach Eigenständigkeit, womit eben die Kernemotionen Trauer und Wut verbunden sind, wenn also die Eltern das nicht adäquat, damit nicht adäquat in einen Austausch treten können, weil sie das selber in sich abwehren müssen, ja, dann muss ja in der Folge das Kind diese Dinge irgendwie verbiegen oder unterdrücken, weil es nicht willkommen ist. Also wenn wir jetzt ein simples Beispiel nehmen. Das wäre gut, ja. Ja, sonst wird das alles so abstrakt. Also nehmen wir mal an, die Eltern oder ein Teil der Eltern oder die Mutter hat ein Problem mit Aggression, traut sich das nicht zum Ausdruck zu bringen, verdrängt das selber, eben aufgrund eigener Geschichten. Wenn jetzt das Kind heranwächst und kommt in seine Kraft, in seine Eigenständigkeit, in den Ausdruck von Wut und Aggression, weil ein Kind drückt das ja erstmal aus, dann hat die Mutter Schwierigkeiten, ja, weil in ihr die unterdrückte Aggression angetriggert wird. Und da sie es nach innen unterdrückt, in sich muss sie es auch nach außen, ihrem Kind unterdrücken, damit sie wie stabil bleibt. Ja. Und wenn das mal passiert, ist das nicht das Thema, aber wenn das ein Muster ist, was die Mutter hat, dann muss sie dauerhaft diese Bewegung des Kindes unterdrücken, weil es dauerhaft nach innen unterdrückt ist. Also muss auch das Kind damit irgendwie anders klarkommen. Das heißt, es erfährt, dass dieser Ausdruck von meiner Kraft, ja, von meiner Wut, von meiner Eigenständigkeit, das mache ich, ja, wie das eben in der Entwicklung entsteht und was auch biologisch absolut notwendig ist, ist nicht erwünscht oder sogar gefährlich, ja, wenn die Eltern mit Weggehen, Distanzierung reagieren oder sogar mit Gewalt, verbal. Das oder was wäre, das fällt mir jetzt ein, die stille Treppe, so als Bestrafung. Was ist stille Treppe? Also kannte ich von irgendwie so einer Nanny-TV-Show, dass das Kind, wenn es dann so ausagiert hat, würde ich sagen, oder also Wut gezeigt hat oder sowas, dass es dann auf die Treppe gesetzt wurde und dann muss sich das Kind erstmal beruhigen. Oder kann sowas auch okay sein, damit das Kind lernt, sich selbst zu regulieren? Das kann man jetzt schlecht so pauschal sagen. Das kann einerseits ein Distanzvorgang sein, ne, damit die Mutter dieses Szenario von sich wegschiebt, um sich selbst zu beruhigen. Es kann aber auch von einer regulierten Mutter einfach ein Mechanismus sein, der vielleicht jetzt gerade für das Kind angebracht ist. Ja. Also es kommt immer darauf an, aus welcher inneren Bewegung das passiert. Ja. Also das kann man jetzt so nicht sagen. Ja. Aber das klingt schon so ein bisschen wie Bestrafung oder es klingt ein bisschen merkwürdig, wenn man das so hört. Mhm. Vielleicht, wenn jetzt ein paar Eltern zuhören würden, die sagen, naja, wie soll ich denn sonst meine Kinder disziplinieren? Ich kann die ja nicht einfach alles ausagieren lassen, was die wollen. Ne? Was würden Sie dazu sagen? Ja, ja, das sind ja die zwei Pole. Entweder, also das ist wirklich wichtig, auch das Ausagieren lassen ist kein Kontakt. Also wenn ich die Bewegung eines Kindes unterdrücke mit Gewalt oder Weggehen, bin ich nicht in Kontakt mit dem Kind. Wenn ich das Kind alles machen und ausagieren lasse, bin ich wieder nicht in Kontakt mit dem Kind. Ja? Weil im ersten Fall sozusagen verschwindet das Kind, weil ich es wie überschreibe mit meiner Gewalt. Ich zwinge es, damit aufzuhören. Und im anderen Fall
nimmt das Kind den ganzen Raum ein, aber ich als Elternteil bin wie weg. Also für Beziehung und Kontakt braucht es ja zwei. Also in beiden Fällen fehlt einer. Das ist beides nicht Kontakt. Ja, und Kontakt ist eben nichts oder Beziehung ist eben nichts, was man pauschalisieren kann. Kontakt ist immer etwas, was jetzt zwischen mir und Ihnen, zwischen einer Mutter und einem Kind im jeweiligen Moment passiert. Und das kann man nicht in Schablonen pressen. Ja, also deswegen ist das weder das noch das, sondern es kommt darauf an, wie es der Mutter gerade geht, was sie zum Ausdruck bringen muss, wie sie im Moment mit der Situation umgehen muss, was sie fühlt, was jetzt für das Kind richtig ist. Also das ist ein dynamischer Prozess, der erfordert, dass ich quasi in jeder Sekunde neu auf das Kind eingehen kann. Und sobald wir in Schablonen sind, laissez-faire, Disziplin, sind wir raus aus dem Kontakt. Also Schablonen im Sinne von irgendwelche rigiden Muster, die man da anwendet und sagt, so muss das dann immer sein, sondern man muss irgendwie, wie so ein kleiner Tanz, den man da durchführt. Ja, in gewisser Weise. Hört sich herausfordernd an. Ja. Stelle ich mir so vor zumindest. Das heißt, wir haben jetzt gelernt, also wie wir uns als Kinder anpassen an die, an unsere Eltern, ja, im Bindungskontext, ist, wie möglicherweise Bindungsstörungen oder Trauma dann später entstehen können im Erwachsenenleben. Das ist schon die Entstehung. Die Anpassung an destruktive Bindungsmuster, das ist die Entstehung des Traumas. Mhm. Können Sie da vielleicht noch ein zweites Beispiel nennen? Jetzt haben Sie, Sie nannten jetzt die Mutter, die ein Problem hat mit Wut, weil sie selber das nicht fühlen kann, will sie es auch nicht im Kind sehen. Ja, und dann schiebt es das Kind vielleicht weg oder wie auch immer, ne? Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Im Prinzip gibt es nur zwei. Das eine ist, weil das wiederum mit den Kerngefühlen und Kernbedürfnissen zu tun hat, wo es nur zwei gibt. Das war jetzt Wut. Das andere ist Trauer und Einsamkeit. Ja, wenn das Kind also Nähebedürfnisse hat und sich einsam und traurig fühlt und das für die Mutter ein Trigger ist, dass sie entweder selber aggressiv wird oder sich selber zurücknehmen muss, weil das, was da von dem Kind kommt an Nähebedürfnissen, vielleicht Verschmelzungswünsche, einfach eher ihre ungelösten Geschichten antriggert. Ja. Sie haben gerade gesagt, es gibt nur zwei Kernbedürfnisse, ja. Wut und Trauer? Also es gibt zwei Kernbedürfnisse. Das eine ist nach mehr Nähe und das andere ist nach mehr Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Mhm. Das sind die Grundbewegungen des Lebens in der Biologie. Das macht auch jede Zelle zum Beispiel. Die geht dahin, wo es was Gutes gibt, was sie braucht. Und wo es nicht gut ist, da geht sie weg. Mhm. Und das ist quasi in uns angelegt, in der Psyche, aber auch in der Biologie als Kernbewegungen. Also wir können sagen, alle Bewegungen des Lebens in uns und auch auf der Beziehungsebene ist immer ein Wunsch nach mehr Nähe oder ein Wunsch nach mehr Autonomie. Und das kann aber in einer erwachsenen Beziehung, kann das aber gleichzeitig da sein. Und das ist die erwachsene Beziehung, wenn das gleichzeitig da sein kann. Ja, das ist sozusagen das Kriterium dafür. Und wenn diese Kernbedürfnisse nicht adäquat erfüllt werden, dann entstehen diese Bindungstrauma. Ja, genau. Ja. Könnten Sie das weil Sie hatten jetzt vorhin mit Wut ein Beispiel genannt, können Sie es vielleicht noch mal näher erklären mit Nähe und Autonomie, damit man diese Begrifflichkeiten auch in der Praxis irgendwie besser verstehen kann? Ja, wenn zum Beispiel ein Kind zu wenig Kontakt hat, dann fühlt es sich einsam und ist traurig, ne, und geht vielleicht so auf die Mutter zu, ja, weint, und weil es mehr Nähe möchte. Und wenn das ein Trigger für die Mutter ist und sie das abwehren muss im Kind, dann wird sie diese Bewegung abwehren, indem sie das Kind wegschiebt oder selber weggeht oder sich totstellt, betäubt, ja, oder das Kind manipuliert. Das sind die vier Defensivreaktionen, wenn wir Nähe und Kontakt nicht aushalten. Ja. Also entweder angreifen, weggehen, mich totstellen, mich betäuben oder den anderen manipulieren. Mhm. Und vom Prinzip gibt es nur diese zwei Varianten. Ja, natürlich gibt es auch, man muss einfach jetzt gucken, es gibt einfach viele Varianten, wie Entwicklungstrauma, Bindungstrauma entstehen kann. Es kann auch durch ein Schocktrauma entstehen, wo die Eltern gar nicht dran schuld sind. Aber vielleicht sollten wir uns hier drauf fokussieren, auf das, was sozusagen in der Gesellschaft, wo sich das Problem konzentriert, was einfach am relevantesten ist. Und das wären ja die Bindungstrauma und nicht Schocktrauma. Weil ich weiß es nicht, haben Sie da eine Statistik? Ich glaube, Schocktrauma betrifft eine sehr viel kleinere Anzahl von Menschen als jetzt Bindungstrauma. Statistik habe ich nicht, aber das ist aus der Praxis zu sehen. Ja, macht ja auch Sinn,
weil diese tragischen Erlebnisse oder auch Krieg, irgendwelche krassen Umweltkatastrophen, wo man alles auf einmal verliert oder sowas, das betrifft weniger Leute einfach auf dem Planeten als jetzt die Mehrheit. Ne? Das ist ja irgendwie logisch auch nachvollziehbar. Und wir werden alle von Eltern erzogen und demzufolge ist auch vielleicht klar, dass wir alle diese anderen Probleme haben. Da fällt mir immer ein, dass ich es irgendwie ein bisschen... Ich ärgere mich ein bisschen darüber, dass man dann immer den Eltern die Schuld gibt für alles. Aber ist, verstehe ich. Ja, und wie geht man damit um? Vielleicht ist das Wort Schuld nicht das richtige Wort. Sie sind halt auf dieser Ebene die Ursache dafür. Ne? Und Schuld ist ja eine Bewertung. Ich kann auch niemandem eine Schuld geben, weil letztlich alles Leiden, was verursacht wird, kommt immer aus einer Not heraus. Also es gibt kein menschliches Wesen, was Leid verursacht bei anderen und sich selber, was nicht aus einer eigenen Not herauskommt. So, deswegen, also ich denke nicht in Schuld. Ich schaue mir einfach wie der ITler, ich gucke da drauf, ja, und schaue mir an, wie sind die Zusammenhänge, wie läuft das alles und wie kommen wir da raus aus dem Ding, ja. Was müssen wir machen? Was funktioniert wirklich? Das ist einfach in der IT so, ne, da guckt man. Da kann man sich keine Illusionen machen, sage ich mal. Also sehr lösungsorientiertes Handeln. Absolut, ja. Mhm. Also wir haben ja jetzt so einen gewissen Überblick darüber, wie so ein Bindungstrauma entsteht und wie sich das vielleicht in der Realität manifestiert. Aber da möchte ich nochmal genauer hingucken. Wenn wir jetzt gesamtgesellschaftlich gucken, weil Sie setzen sich ja auch mit in Ihren Videos auch mit Politik auseinander. Ich bin ja zwar schon vorher auf Sie aufmerksam geworden, aber jetzt im konkreten Fall, weil Sie sich auch die Werteunion und warum das ja alles so schnell den Bach runtergegangen ist, da haben Sie ja auch zwei Videos dazu gemacht, was ich sehr spannend fand. Aber um da vielleicht nochmal gesamtgesellschaftlich zu gucken, welche Störungen oder Störungsmuster erkennen Sie denn so auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, wenn wir uns vielleicht mal ein bisschen von dem Individuum nicht abwenden, aber so einfach gesamtgesellschaftlich gucken? Könnten Sie da irgendwie ein Bild zeichnen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Man könnte zum Beispiel, es gibt ja viele Sichtweisen, aber eine Sichtweise wäre zum Beispiel, wenn man sich das Kollektiv der Bevölkerung anschaut und die regieren. Ja, also die Macht haben und die nicht die Macht haben. Und da sehe ich im Prinzip zwei Pole, ja, das heißt, die sich auch gegenseitig bedingen, die sich auch gegenseitig brauchen. Das heißt, eine Bevölkerung, die passiv ist und glaubt, dass sie schwach ist und sich untereinander eben nicht verbinden kann auf Erwachsenenebene, die generiert zwangsläufig eine Regierung, Machthaber, die Machtmissbrauch betreiben. Ja, das bedingt sich gegenseitig. Das sind wie zwei Pole. Und diese Pole sind auch in den Menschen drin. Ja, also das, was da in der Bevölkerung sozusagen, was die Einzelnen unterdrücken in sich, nämlich die Kraft und die Stärke, das wird dann sozusagen im Außen erlebt, aber in einer destruktiven Form. Und auch die an der Macht sind, genau umgekehrt, die haben ja ganz oft die schwachen Anteile unterdrückt und das erleben die dann, wenn sie auf die Bevölkerung gucken, aus ihrer Sicht in einer destruktiven Form. Das heißt, es ist immer beides in uns. Ja, also Trauma bedeutet nicht, dass irgendwas weggeht oder was dazukommt, sondern dass in uns was aufgespalten wird. Aber es ist immer alles da. So, das heißt, wir haben eine Trennung untereinander in der Bevölkerung und wir haben aber auch eine Trennung sozusagen vertikal, ja, zwischen Bevölkerung und Machthabern. Und das ist eben die Krux. Ja. Solange wir das nicht begreifen, kommen wir da nicht raus. Solange wird es immer wieder dazu kommen, dass wir Regierungsvertreter haben, die Schaden anrichten, die Machtmissbrauch betreiben und eine Bevölkerung, Menschen, die sich raushalten, glauben, sie sind schwach, sich nicht vernetzen und so weiter. Ja. Also das ist so eine ganz vereinfachte Sicht, wo ich sage, das hilft uns, um die Dinge klar zu sehen und zu gucken, was da zu tun ist. Also Ihre Analyse wäre, dass sich, wenn man das jetzt so grob formulieren möchte, so verallgemeinert, dass die Gesellschaft in Deutschland jetzt, wir konzentrieren uns mal hierauf, sich schwach fühlt, ohnmächtig fühlt. Und das führt automatisch dazu, dass wir Regierungsvertreter haben, die übergriffig sind. Ja, exakt. Geht gar nicht anders. Können Sie es vielleicht noch mal erklären, so genau, wie dieser Mechanismus funktioniert? Ja. Ich verstehe schon, dass natürlich jeder beide Teile in sich trägt. Das ist irgendwie nachvollziehbar, in unterschiedlicher Ausprägung. Ich würde sagen, dass man als Wähler, als normaler Bürger, sich natürlich wesentlich
ohnmächtiger fühlt als jetzt ein Regierungsvertreter, weil es ja faktisch auch so ist. Oder bin ich da schon auf dem falschen, Dampfer? Es sieht erstmal so aus. Und natürlich ist die sogenannte Schwäche oder Passivität ist ja auch eine Form von Macht. Ja. Inwiefern? Naja, weil ich ja dann ein Gegenüber wie in eine Machtposition dränge. Ja, also wenn zum Beispiel wenn wir es mal auf eine Partnerschaft reduzieren und der eine Partner ist immer passiv, macht nichts, kümmert sich nicht, dann wird er automatisch der andere in diese Rolle delegiert, ja, ob er will oder nicht. Der fühlt also den Drang, sich zu kümmern und die Dinge zu steuern, damit das Gesamtsystem eben nicht zusammenfällt. Ja. Und so ist das eben im Großen auch. Und man kann sich leichter vorstellen, wenn man das anhand einer kleinen Gruppe beschreibt. Also wenn man zum Beispiel eine kleine Gruppe von einem Verein hat und, keine Ahnung, 10 Leute. Und wenn ein Großteil davon einfach sich nicht einbringt, nicht miteinander in einen Austausch tritt, dann entsteht wie ein Vakuum. Ja, und das Vakuum wird dann gefüllt von Menschen, die eben auf der anderen Seite destruktiv Machtpositionen brauchen, um sich zu regulieren. Die werden das dann füllen, dieses Vakuum. Und so kommen die zusammen. Und das funktioniert ja auch erstmal. Das fühlt sich erstmal, am Anfang jedenfalls, fühlt sich das für alle stimmig an. Bis dann klar wird, durch die fehlende Kommunikation zwischen den Polen gibt es dann Probleme. Ja. Können Sie noch mal kurz erklären, also ich habe das mit dem Vakuum, glaube ich, nicht ganz verstanden. Ich glaube, da tue ich mich irgendwie schwer damit. Ich verstehe die zwei Pole und wie Sie es jetzt auch gerade erläutert haben. Der eine übt auch eine gewisse Macht aus durch die Passivität, weil dann drängelt er den anderen oder die Regierungsvertreter in diese Position. Das ist nachvollziehbar. Aber was meinen Sie dann mit diesem Vakuum, das entsteht und was mit destruktiver... Also fangen wir mit dem Vakuum an. Ja, genau. Wir haben ja Handlungsanforderungen im Außen, überall. Mhm. Wenn ein Teil nichts macht, dann fühlt sich der andere umso verantwortlicher und er hat umso mehr den Handlungsdruck. Mhm. Wenn alle sich kümmern, ja, dann ist es ausgeglichener. Wenn ein Team zusammenarbeitet und sich um alles kümmert, ne, dann ist es eher ruhig. Wenn ein großer Teil sich rausnimmt und sagt, ich mache hier gar nichts, dann hat der andere einen größeren Druck, das zu füllen und in die Aktion zu kommen. Das finde ich so interessant, weil das tatsächlich etwas ist, was man in Deutschland sehr gut beobachten kann. Also jetzt mit dieser passiven Bevölkerung, von der Sie ja sprechen, die dadurch bedingt, dass die Regierenden mehr Macht an sich ziehen. Weil in Deutschland ist es ja ganz normal, also wenn ein Problem auftaucht, dann ist sofort ja, der Staat muss es regeln. Ne? Also man übernimmt die Verantwortung quasi nicht selbst, sondern möchte sie quasi delegieren. Und dadurch hat man dann das System, dass die Regierenden umso mehr Macht an sich ziehen. Das ja, ist eine total logische Konsequenz eigentlich. Wir brauchen diese Menschen, solange wir nicht aufgewacht sind und uns auf menschlicher Ebene verbinden können, brauchen wir solche Figuren. Wir würden das ohne, das stabilisiert uns. Der Machtmissbrauch durch die Politiker stabilisiert eine passive Bevölkerung. Wir brauchen das noch so. Ja. Warum brauchen wir das so? Weil wir eben selber nicht in dem Erwachsenenbewusstsein, in der eigenen Gestaltungskraft sind. Und das hat nichts mit dem Außen zu tun, sondern nur mit der Beziehungsfähigkeit. Also wenn die Menschen lernen, sich auf menschlicher Ebene mehr zu verbinden, mehr Nähe herzustellen. Und das heißt, nichts weiter zu lernen, sich gegenseitig die Wahrheit zu sagen, was in ihnen los ist, in Bezug auf das Gegenüber. Ja. Wenn das passiert, dann kommen die Körper kommen dadurch, man sagt, in die Regulation, in die Sicherheit. Das ist dann, der Organismus erlebt das als sicher, wenn das funktioniert. Wenn wir das nicht können aufgrund von Bindungstrauma, dann erleben wir uns, der Körper erlebt das als Unsicherheit. Ja, was ja auch biologisch Sinn macht, weil wir sozusagen, wir sind Rudelwesen als Säugetierwesen. Und in dem Moment, wo die Menschen das mehr können, kommen sie in ihre Kraft, in ihr Selbstbewusstsein, auch in die Klarheit. Ja, weil das hat auch zur Folge, dass Hirnareale, dass die voll anspringen und voll zur Verfügung stehen, vor allem die neueren, hochentwickelten. Und dann glaubt man nicht einfach mehr jeden Unsinn, sondern ist man ganz erwachsen in der Kraft und bereit zu handeln. Und eine Bevölkerung, die in diesem biologischen Zustand ist, auch psychischen Zustand kann man auch sagen, aber es ist eigentlich ein biologischer Zustand,
die würde niemals irgendwelche Kasper in verantwortungsvolle Positionen bringen. Das kann man sich ja vorstellen, wenn man jetzt so eine Gruppe mal nimmt von immer an 10 Leute in einem Verein und die sind alle in diesem Zustand und dann kommt irgendein Kasper, der ihnen da irgendwas erzählen will und Macht ausüben will, die würden den zur Tür rausjagen. Sie würden also jemanden da in die Position delegieren, der ihrem Beziehungsniveau entspricht. So, und dann haben wir eben jemand, der vielleicht die Machtposition hat, weil er vielleicht mehr Kompetenz hat. Aber es wäre keine Kompensation mehr für denjenigen, für fehlende Bindungsfähigkeit. Und das ist das, was wir jetzt haben. Wir haben Regierungsvertreter, die Macht brauchen, um Bindungsunfähigkeit zu kompensieren. Deswegen ist das destruktiv. Ja, und wenn eine bindungsfähige Bevölkerung wird, also immer bindungsfähige, kommunikationsfähige Politiker hervorbringen. So, und dann haben wir eben eine Kommunikation, nicht nur innerhalb der Bevölkerung untereinander, sondern eben auch mit den Machthabern. Das heißt, die Politik in einem solchen System wäre in erster Linie eine Form von Kommunikation mit der Bevölkerung. Und das ist ja was, was wir jetzt überhaupt nicht haben. Wir haben praktisch überhaupt keine Kommunikation zwischen Regierung und Bevölkerung. Sondern da geht's um, es werden Dinge getan, es werden Konflikte geschürt, ja. Es gibt keinen wirklichen Austausch, keinen ehrlichen Austausch. Und mit diesem ehrlichen Austausch meine ich vor allem auch auf menschlicher Ebene. Also nicht, sollen wir jetzt das so oder so machen, sondern was erforderlich wäre, wäre, dass diese Leute an der Macht es schaffen würden, ihre Emotionen zu kommunizieren. Und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt. Welche Bevölkerung, diese Bevölkerung jetzt, die wir jetzt hier haben, würde die das aushalten, wenn unser Kanzler sagen würde, es tut mir leid, ich fühle mich völlig hilflos, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich bin wirklich am Ende. Da wäre wahrscheinlich Panik. Dann wäre Panik. Aber mit dem, was Sie jetzt gesagt haben, dann würde ja, Sie kennen ja den Spruch bestimmt, jede Bevölkerung hat die Regierung, die sie verdient. Dann stimmt das ja. Ja, absolut, ja. Absolut. Aber auf eine Art, die wir vielleicht nicht so verstehen auf den ersten Blick. Ne? Mhm. Und das ist eben das große Tabu, das ist der blinde Fleck von uns individuell als auch von der Gesellschaft. Wir wollen da nicht hingucken, weil wenn wir da hingucken, dann kommen eben die ganzen verdrängten Gefühle zum Vorschein. Also navigiert das ganze System da drum herum und kommt von einer Katastrophe in die nächste und es löst sich einfach nichts. Wir kommen nicht weiter. Ja, es geht immer, es wird immer versucht, am Außen Dinge zu verändern. Und das sieht man dann auch in neuen Gruppierungen. Ja, ich habe das ja alles live mitverfolgt. Da gründen sich neue Parteien, neue Friedensorganisationen. Und dann, was passiert dann? Genau das Gleiche. Die kommen in diese ganze Geschichte, die ich jetzt erklärt habe. Dann ist die Führungsmannschaft, die führt dann irgendwann sogar Krieg gegen sich selbst. Ja, und dann fliegt alles auseinander. Und es gibt aber ein paar, die sozusagen so weit sind, dass die erkannt haben, wir müssen das, wovon ich hier rede, anschauen. Und dann holen die mich zum Beispiel oder andere und dann versuchen die, diese menschlichen Konflikte zu lösen. Und das funktioniert. Sobald das gelöst ist, sind die nicht mehr zu bremsen. Ja, und das ist halt, das findet noch zu wenig statt. Das heißt, diese menschlichen Konflikte zu lösen, um dann zur Sachebene fortzuschreiten. Ne? Weil es geht ja nicht, also Sie sagen ja jetzt nicht, wir müssen die ganze Zeit nur über Gefühle reden, sondern das muss man halt erledigen, um jetzt mal ganz praktisch zu reden, um dann zu dem Tagesgeschäft quasi überzugehen. Ja, das ist schon interessant. Da ist noch was bei mir hängen geblieben, zumindest die erste Hälfte des Satzes, weil Sie sagen viele interessante Dinge, aber ich kann nicht alles mitschreiben. Sie sagen, dass die Regierungsvertreter Macht brauchen, um etwas zu kompensieren. Ja. Können Sie das noch mal näher erläutern? Ja, gerne. Wir suchen uns in der Regel Berufe und Rollen, die uns helfen, einen Pseudokontakt herzustellen. Und mit Pseudokontakt meine ich einen Kontakt, in dem kein Traumamaterial aktiviert wird. Warum suchen wir das? Weil ohne Nähe und Kontakt können wir nicht leben. Aber eine wirkliche Nähe würde Traumamaterial aktivieren, was wir nicht wollen. Also suchen wir uns eine Rolle, wo wir Kontakt erleben können, in Anführungszeichen, ohne dass eben etwas aktiviert wird, was wir verdrängen mussten. Und wenn wir jetzt auf die zwei Prinzipien oder diese zwei Grundmuster eingehen, dass der eine Teil hat Bedürfnisse, Trauer, Schwäche, Einsamkeit verdrängt und der andere eben Wut, Kraft, Autonomie, dann werde ich mir also eine Rolle suchen, wo ich die mir sozusagen das
den Gegenpol zu dem, was ich verdrängt habe, liefert. So, wenn ich also eigentlich Hilflosigkeit und Ohnmacht unterdrückt habe und einen Gegenpol in mir, also ein Ego von Macht und Machtmissbrauch etabliert habe, dann suche ich mir eine Rolle und einen Beruf, die dazu passt. Also kann ich zum Beispiel, werde ich zum Beispiel Politiker, weil da kann ich mit Macht in Kontakt treten und da wird niemals meine Ohnmacht aktiviert werden dabei. So, und das ist der Grund, warum, es sind ja nicht alle so, aber der Großteil der Menschen, die ich da sehe, die sind so strukturiert. Die brauchen Macht, weil sie ohne Macht nicht in Kontakt treten können. Ja? Und auch die andere Geschichte. Wenn ich den anderen Pol habe, dann suche ich mir vielleicht eine Rolle als Opfer. Oder ich erzeuge eine Krankheit. Ja. Also Opfer ist ja etwas, also gut, da kommt jetzt drauf an, wie tief man da einsteigen will. Das lässt sich ja in bestimmten Bewegungen, die aktuell sehr populär sind, zumindest in einem bestimmten politischen Spektrum, also im linken politischen Spektrum, lässt sich ja auch gut erkennen, dass man mit dem Opferstatus auch quasi Punkte sammeln kann. Ja? Das heißt, da macht man ungefähr das Gleiche. Man will dann mit dem Opferstatus auch irgendwie Kontakt herstellen? Ja, oder? Ja, das ist auch ein Pseudokontakt. Ich mache mich zum Opfer, also ich leide und signalisiere, dass ich ein hilfloses Kind bin und erzeuge dann dadurch eine Zuwendung bei dem anderen. Was aber nichts bringt, weil erstens bin ich ja kein Kind mehr. Das heißt, diese Zuwendung zu dem Symptom oder zu dieser Position, das nährt nicht wirklich und transformiert mein inneres Kind, sondern das bedient nur diese Geschichte, die ich über diese Rolle abwickle. Das heißt, es kommt dadurch nicht zu einer Lösung. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass jeder irgendwie einen Job aussucht, um sowas zu kompensieren. Oder ich meine, als Sie es gesagt haben, muss ich natürlich auch an mich denken, ne? Mit der Rolle, die ich mir zwar nicht ausgesucht habe, aber die mir irgendwie in den Schoß gefallen ist. Ne? Sagen Sie, ja. Genau, sage ich, ja genau. Und Sie würden jetzt sagen, ich habe das quasi herbei manifestiert, oder wie? Das Unterbewusstsein wählt den Job. Da muss ich jetzt drüber nachdenken, weil ich habe mich ja nie auf einem, jetzt wenn wir es ganz spezifisch daran festmachen, ja, ist ja manchmal einfacher mit einem Beispiel und ich will jetzt auch einfach quasi Ihre Expertise nutzen und über mich reden. Es ist ja nicht so, als hätte ich mich auf eine Moderationsstelle beworben. Ja, also das der Frontalkortex nicht, aber vielleicht das Unterbewusstsein. Das, was im Unterbewusstsein läuft, das hat ja viel mehr Macht und Kraft letztlich. Das, was wir Ich nennen oder als unser Ich erleben, das ist ja nur wie so eine Nussschale, die da oben drauf rumschwimmt und meint, sie hätte da irgendwie die Kontrolle und die Steuerung. Also man kann sagen, solange das Grundbindungstrauma nicht gelöst ist, ist alles, was wir machen, alles rund um die Uhr nur Kompensation. Und insbesondere im Beruf. Und man kann sich das ganz einfach anschauen. Was ermöglicht mir als Moderatorin zum Beispiel? Ja, ich kann zum Beispiel als Moderatorin sehr intensiv Nähe erleben und der andere ist im Mittelpunkt. Ich muss von mir nichts sagen. Es geht um den anderen. Ja, das ist eben die Möglichkeit, die man in dieser Rolle hat. Ich kann meins zurückhalten und es geht ganz um den anderen und da kann ich so eine Art Nähe erleben. Es ist keine wirkliche Nähe, weil ich komme nicht vor. Ja, aber das ist etwas, was in dieser Rolle möglich ist. Und Therapeut ist genau das Gleiche. Warum wird jemand Therapeut? Ich meine, das muss einen Grund haben. Ne? Also, was kann ich als Therapeut erleben? Als Therapeut kann ich Macht erleben. Ich kann mich als Experten fühlen. Ich kann mich überlegen fühlen, die Kontrolle haben und mich noch moralisch irgendwie dabei toll fühlen, weil ich ja was Gutes mache. Ja, das ist alles nur Kompensation letztlich oder ein Teil davon. Ne? Und wenn man sich dessen bewusst ist, natürlich gibt's auch einen Anteil, der ganz bewusst helfen möchte, ja, der nicht davon beeinflusst ist. Aber wenn man da ehrlich ist und ganz tief reinschaut, wo kommt die Motivation eigentlich her, kommen wir immer wieder auf die Grundbindungsdynamik. Gibt's eigentlich Menschen, die gar keine Bindungsstörungen haben oder Bindungstraumata? Die weitgehend davon geheilt sind, ja, gibt's schon, die nicht so viel abbekommen haben, auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch Leute, ja genau, es gibt ja auch Leute, die einfach nicht so viel abbekommen haben, ne, und die eigentlich weitestgehend sicher und erwachsen durch die Welt gehen. Weitestgehend, ja. Würden Sie sagen, es ist eine Minderheit? Ich würde sagen, jemand, der fast kein Bindungstrauma hat, der kommt hier in der Gesellschaft gar nicht klar. Der hat Schwierigkeiten, weil der wird Dinge ansprechen, die nicht in Ordnung sind. Der wird sehr viel Kontakt herstellen wollen. Der wird überall auf Widerstände stößen. Ja, natürlich, der ist erwachsen, der kann sich dran drauf einstellen, aber
das hält die Gesellschaft nicht aus, noch nicht. Ne? Stellen Sie sich mal vor, jemand, der ganz frei ist und frei von Angst, der wird von allen Seiten bekämpft, der wird als Störfaktor isoliert, also identifiziert, der stört diese Matrix, dieses System, ja, wo sich alle gegenseitig voneinander fernhalten. Das ist wie so ein Störfaktor. Wie, der will jetzt Kontakt, der will hier richtig, nee, das kann man nicht zulassen, weil dann kommt ja bei uns auch alles hoch. Mhm. Und das sind dann die Leute, die wahrscheinlich in irgendeine Kommune gehen und dann in einer Parallelgesellschaft leben? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, die Leute gibt es ja durchaus. Ne? Die werden als Erwachsene schon irgendwie klarkommen, je nachdem, was sie da möchten, wo die Vorlieben sind. Mhm. Ich will jetzt wieder irgendwie so die Brücke schlagen, zurück zu den Politikern, weil wir wollen ja uns darüber unterhalten, wie deren Kindheitstrauma, nicht unsere, die Deutschland ruinieren. Und ich möchte vielleicht mal in dieses ganz konkrete Beispiel gehen, wo sie über die Werteunion gesprochen haben. Ja, weil ich glaube, dass viele Leute das auch verfolgt haben, das Drama, dann gesehen haben, wie Herr Krall und Herr Otte ausgestiegen sind. Ich habe mir auch das ein oder andere Interview dazu angehört und die Gründe dahinter. Und Sie würden sagen, dass das absolut eine Problematik war, die hätte nur auf menschlicher Ebene aufgelöst worden, im direkten Kontakt und in der direkten Kommunikation über, wohlbemerkt, über Gefühle und nicht über irgendwelche anderen Dinge. Ist das richtig? Kann man im Prinzip so sehen, ja. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es nicht ein inszeniertes Spiel von den Geheimdiensten ist, dann ist passiert immer dasselbe, ja. Und das hatte ich auch in dem Video gesagt, wenn solche hochkarätigen Persönlichkeiten zusammentreffen, dann hat das nochmal eine spezielle Dynamik. Und man muss sich das so vorstellen, wenn wir zusammenkommen, dann, das hatte ich ja schon gesagt, dann kommen eben diese ungelösten Gefühlsräume zum Vorschein. Die können aber nicht kommuniziert werden, weil da ein riesen tolles Ego, Persönlichkeit, Erfolg und so weiter drüber sitzt und weil wir in der Gesellschaft keine Strukturen haben, damit umzugehen. Ja, wir wissen das ja nicht. Wir lernen das ja nicht in der Schule. Die Menschen haben, also Spezialisten wie ich und andere, die haben da ein Bewusstsein dafür, aber normale Menschen, die erleben das einfach als einen Konflikt mit jemand. Die haben den Kontext nicht, dass jetzt ein ungelöster Kindanteil aktiv ist, der eine Projektionsfläche sucht und dass ich mit dem ganz speziell umgehen muss und dass das mit der Person und mit unserer Sachproblematik gar nichts zu tun hat. Diese Sicht haben diese Leute ja nicht, die sich damit nicht auseinandergesetzt haben. Also werden diese Kindanteile Konflikte inszenieren, weil die in den Vordergrund kommen, weil die in Not sind. Die wollen transformiert werden. Ja, und das führt dann dazu, dass das ganze, dieses ganze Spektrum, ja, die Kindanteile, die da miteinander am Kämpfen sind, dass die das nach außen projizieren, nach außen delegieren in ein äußeres Problem. Weil dann sieht es ja aus, als wäre das da draußen. Das ist also nicht meine eigene Hilflosigkeit, die ich nicht integriert habe, sondern da draußen ist das Problem, weil der X, Y und Z mir nicht genug Aufmerksamkeit gibt oder da anderer Meinung ist. Ja. Und so entstehen die Konflikte und Streits. Und das hat dann so eine Intensität, als ob es um Leben und Tod geht. Und das ist eben nicht die Erwachsenenebene, weil zwei Erwachsene, die streiten in dem Sinne nicht. Ja, wenn zwei Erwachsene zusammenkommen und es gibt unterschiedliche Auffassungen, dann gibt es einen Austausch und dann gibt es vielleicht eine Einigung, vielleicht gibt es aber auch keine Einigung. Aber es gibt keine Dramatik auf der Gefühlsebene und dann in der Folge destruktive Defensivreaktionen in Form von Angriff, Weggehen, sich totstellen, betäuben oder manipulieren. Ja, und daran kann man sehen, dass das immer Kindanteile sind, die da aktiv sind. Und dann passiert überall, es ist überall dasselbe, ja, in den Führungsetagen, die Kinder kämpfen und ringen miteinander und dann auf der äußeren Ebene muss es dann zu einer Lösung geben. Komm, es ist ja keine Lösung und dann bildet sich eben wieder diese Hierarchie, die wir am Anfang besprochen haben. Das ist dann sozusagen das Endergebnis. Also entweder geht ein Teil raus oder es bildet sich diese Machthierarchie. Das heißt, der eine gibt auf und der andere übernimmt destruktiv die Macht. Aber es gibt keinen Austausch. Ja? Und was passieren müsste, wäre, dass eben sich die Menschen entweder darüber bewusst sind, was da passiert, oder sich einen Spezialisten holen und sagen, so, hier sind Bindungstraumata aktiviert worden, die lösen wir jetzt individuell, unabhängig von dem anderen Zeug, was wir gemeinsam vorhaben. Da holen wir uns einen Spezialisten. Dann wird das integriert und dann können wir wieder zur Sachebene gehen. Aber das ist halt im Moment so unrealistisch, weil ich muss mich dann
tiefen Verletzungen aussetzen. Wer will das denn? Wenn ich erfolgreich bin und den dicken Otto mache und dann ist ja das Ego sowieso schon ziemlich aufgeblasen, sage ich jetzt mal etwas. Ja, und es ist ein funktionierendes Ego. Mhm, es gibt ja auch Ego-Strukturen, die nicht funktionieren, nicht so gut. Ne? Also das erleben ja die Menschen auch gar nicht in dem Sinne als Kompensation. Die sagen dann, ich bin dieser erfolgreiche Mensch. Die sagen nicht, das ist meine Struktur, um nicht gelöste Kinderträume fernzuhalten. So erlebt man sich ja nicht. Ja, das, und wenn wir aber in der Gesellschaft mehr und mehr dieses Bewusstsein dafür bekommen, um was es da eigentlich geht, wenn das einfach klar ist, dann können solche Leute auch irgendwann sagen, okay, hier kracht's wieder, Moment, das ist die Geschichte, wir holen uns jetzt XYZ und dann trauen wir uns, das aufzulösen. Und das muss auch nicht mit diesen Menschen speziell passieren. Ja, also wenn das jetzt eine Führungsmannschaft ist und die sagt, nee, mit denen will ich das nicht machen, warum auch immer, und die machen das in einer anderen Gruppe, dann können die das da genauso auflösen. Wenn die dann zusammenkommen, dann gibt es diese Konflikte nicht mehr. Aber zu alledem müsste das Wissen darüber in die Bevölkerung kommen. Mhm. Ich stelle mir das gerade so vor, dass wenn in irgendeinem, bei den Parteien oder sogar zwischen den Parteien, den unterschiedlichen, wenn es da zu Konflikten kommt, dass die dann merken, oh, jetzt geht sie aber heiß her, das ist ja jetzt nicht wie Erwachsene miteinander sprechen, das sind jetzt unsere Kindheitsanteile, die irgendwelche Sachen reinszenieren, irgendwelche Themen. Jetzt holen wir mal den Norbert Klein hierher und der hilft uns dann mal ein, zwei Stunden und danach gehen wir wieder zur Sachebene über. Das klingt überhaupt nicht realistisch. Man hat es ja selber gesagt. Ja, ich meine, es passiert schon in einzelnen Gruppierungen, Vereinen, sogar Parteien passiert das schon. Ja. Es gibt ein paar Gruppierungen, die Kapazität haben und das ist dann zu sehen, das funktioniert dann, aber halt in der breiten Masse noch nicht. Die meisten müssen das abwehren. Ja. Die wollen damit nichts zu tun haben. Die bestehen darauf, dass das äußere Probleme sind und dass der andere schuld ist. Und Sie gehen ja auch so weit, dass Sie nicht nur jetzt über Konflikte sprechen, sondern Sie sagen auch dieses Ausagieren in, das habe ich auch einleitend gesagt, in zum Beispiel Demonstrationen, egal jetzt welcher Couleur, dass das genauso ein Ausagieren ist von bestimmten Themen aus der Kindheit. Könnten Sie das vielleicht, ich weiß, vielleicht stelle ich auch immer dieselbe Frage, aber vielleicht können Sie das nochmal genauer erklären, weil ich denke mir, ich meine, jemand, der, sagen wir mal, es ist immer so ein blödes Beispiel, aber jemand, der jetzt Angst hat vor, vor rechts. Dann würden die Demo gegen rechts. Das war doch relativ aktuell. Man könnte jetzt auch gegen Klimawandel oder so machen. Ich meine, wenn die jetzt da Angst davor haben, dass bestimmte Parteien an die Macht kommen, das könnte doch auch eine echte Angst sein, oder? Nein. Okay. Also es kann eine echte Angst sein, aber dann wäre die begründet und dann würden sich die Menschen damit auseinandersetzen. Ja, das ist ja das Verrückte. Je mehr ich Angst vor rechts habe, desto weniger interessiere ich mich für das, was da eigentlich läuft. Weil wenn ich mich dafür interessieren würde, dann würde ich mich damit beschäftigen und dann käme ich in einen realen Kontakt damit und dann funktioniert die Projektion aus der Kindheit nicht mehr. Dann würde ich das Parteiprogramm studieren, ich würde mir die Leute angucken, ganz genau, was die sagen, was die machen, wie sieht das Parteiprogramm aus. Ich würde mich intensiv damit beschäftigen, um herauszufinden, besteht wirklich eine Gefahr, das ist erwachsen. Das machen diese Leute aber nicht. Ja? Die sagen, Gefahr von rechts, aber die beschäftigen sich damit, um projizieren zu können. Das ist egal, wo drauf, ist völlig egal, sie brauchen eine Projektionsfläche. Und diese Projektionsfläche, die wird immer ferngehalten. Das war auch zu Zeiten dieser Geschichte davor so. Ja, mit dem, was ich als Projektionsfläche brauche und nutze, beschäftige ich mich gar nicht. Das ist ja das Kuriose. Ja, deswegen, das ist ja auch der Grund, warum Argumente nicht helfen. Deswegen konnte man zu diesen Leuten sagen, hier, guck dir die an. Das ist eine Studie, das ist die Statistik. So sind die Balken, guck's dir an. Das wollen die nicht sehen. Natürlich wollen sie es nicht sehen, weil dann kämen sie damit in Kontakt und dann funktioniert die Projektion nicht mehr. Aber was hat jetzt da ein Kindheitstrauma damit zu tun? Das verstehe ich nicht so richtig. Es ist halt auch nicht so einfach, das in ein paar Minuten zu erklären. Aber vielleicht kommen wir noch mal kurz, bevor ich das erkläre, kurz auf die Demos und so weiter zu sprechen. Die Menschheit oder was wir hier erleben, ist ja ein Zyklus von Machtmissbrauch, Rebellion, wäre Demonstration auf eine Art, dann kommt es zur Revolution und dann geht das Spiel von vorne los. Das läuft seit, weiß nicht, tausenden von Jahren. Ne? Machtmissbrauch, Rebellion, Revolution, Machtmissbrauch. Dann wieder Rebellion, Revolution, Machtmissbrauch. Aber ändern tut sich überhaupt nichts.
ändern tut sich gar nichts. Es passiert immer das Gleiche. Außer, dass wir jetzt halt neue technische Möglichkeiten haben. Ja. Aber vom Prinzip aus Sicht der Bindungsebene ändert sich gar nichts. Es passiert immer das Gleiche. Und das passiert nur in einer traumatisierten Gesellschaft. Deswegen sage ich ja auch immer, dass Rebellion, bleiben wir jetzt bei Rebellion, Revolution sowieso nicht, aber dass Rebellion ist ein Abwehrmechanismus, auch dagegen, ja, weil Rebellion bringt mich nicht in Kontakt. Rebellion ist Krieg. Genauso wie auch Verteidigung Krieg ist, ja. Es wird zwar gesagt, man darf sich verteidigen, ja, aber aus einer erweiterten Sicht ist das alles kein Kontakt. Das ist alles Teil des Abwehrsystems. Wenn ich gegen eine Regierung demonstriere und rebelliere, dann trete ich nicht in einen Austausch über das, ja, wie es mir geht. Was wir also eigentlich brauchen würden, wäre Zusammenkünfte, wo sich Politiker und die Bevölkerungsgruppe, die betroffen ist, sich die Wahrheit sagen über das, was in ihnen auch in Bezug aufeinander los ist. Ein so. Bürgerdialog, sowas gibt's ja. Das heißt Bürgerdialog, das ist ja kein Bürgerdialog. Das ist ein Kasper-Theater. Das ist ja noch kein Dialog, weil die Menschen sich nicht austauschen. Ja, also das würde so aussehen, dass sich, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, dann würden sich diese zwei Gruppen treffen. Und dann ging es überhaupt nicht um äußere Dinge, sondern nur um Gefühle. So, das heißt, dann würden die Menschen, die es betrifft, die würden dann vielleicht sagen, ich fühle mich ohnmächtig, ich denke, dass wir übergangen werden, ja, ich fühle Wut und Hass. Und die Regierungsvertreter würden sagen, auch ich fühle Wut und Hass, ich fühle Ohnmacht, ja, oder mein Kopf denkt, wir wissen auch nicht, was wir machen sollen. Egal, es ist ja ganz egal, was da läuft innerlich. Der Punkt ist, die Menschen müssen sich austauschen. Und wenn die sich so austauschen würden, dann würde auf beiden Seiten würde die Not abnehmen. Und dann könnte man nach einer echten Lösung suchen. Und so. Und das ist das, worauf ich hinaus will, dass wir in allem nicht wirklich in Kontakt treten, sondern immer wieder uns in diesen biologischen Defensivreaktionen bewegen. Und deswegen kommen wir einfach nicht weiter. Und dieser echte menschliche Kontakt, der erfordert halt, dass das Ego stirbt. Und das ist halt ein immenser Prozess. Das ist einfach ein immenser Prozess. Und wenn man sich, das ist schon schwierig in einer Beziehung, wo es sowieso sicher ist, schwierig genug. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, das in der Öffentlichkeit zu machen, das ist einfach sehr viel verlangt, ja. Ego-Tod meinen Sie jetzt, weil die ganzen Strukturen, die man gelernt hat, auf die man sich verlassen kann, die ja auch eine gewisse Funktion erfüllen, um in der Welt zu agieren, funktionsfähig zu sein, weil man die quasi abbauen muss. Ja, die werden nicht abgebaut, die behält man auch, das muss man auch, ja, wie Sie sagen, aber es kommt etwas dazu. Ja, ich kann ja trotzdem dieses Muster, was ich erlernt und etabliert habe, kann ich immer für mich nutzen, das kann ich auch zum Guten nutzen, aber ich muss es dann nicht mehr zwanghaft immer nutzen. Und unbewusst. Ja, und da, wo es mir schadet, ja. Ja. Wo es den Kontakt verhindert, obwohl man Kontakt möchte eigentlich. Ja. Also es geht um Kontakt, um Nähe. Grundsätzlich fundamental immer. Und überall. Es kommt direkt nach Sauerstoff, Nahrung, Trinken, Körperwärme, Schutz vor physischer Gewalt, kommt direkt Bindung. Und das erscheint uns aber nicht so. Ja. Nee, überhaupt nicht. Also, dass es so wichtig ist, weil ich glaube, viele würden dann so sagen, ja, dieses ganze Traumagerede, jetzt auf einmal ist ja jeder traumatisiert, na, das kann es ja auch nicht sein. Und dann fängt er noch an, über Gefühle zu reden, sonst kann man gar nicht auf die Sachebene, jetzt hören Sie doch auf, Herr Klein. Was würden Sie denn diesen Leuten entgegnen? Den würde ich fragen, wie sich das anfühlt, jetzt so zu sprechen. Okay. Und was dann? Für ein Gefühl ist das, so zu sprechen? Gut, ich würde das jetzt mal, weil ich habe jetzt natürlich für diese Leute gesprochen und ich kann jetzt auch nicht wissen, wie die sich fühlen, aber das ist natürlich interessant, da dann einfach hinzuschauen. Da sind wir ja schon ein bisschen, weil wir jetzt in den letzten 10 Minuten sind, ein bisschen bei dem Thema, Sie haben es schon angedeutet, mit meinem Kopf denkt, das ist dieses ehrliche Mitteilen, was Sie praktizieren, ja, und wo Sie auch quasi die Lösung sehen. Ist das korrekt so? Kann man so sehen. Ja, das ist eine Kommunikationsart. Ich kenne das nicht so gut. Also ich habe das schon so aus meinem Freundeskreis so gehört, ehrliches Mitteilen. Es gibt ehrliches Mitteilen, gewaltfreie Kommunikation und Radical Honesty. Irgendwie ist, aber da gibt es Unterschiede offensichtlich, ne, in den Regeln, in den Kommunikationsregeln. Ja. Ich kann nur zum ehrlich Mitteilen was sagen. Okay. Also das ist das, was ich entwickelt habe und das eben diese ganzen Dinge auf den Punkt bringt. Und es ist ein Selbsthilfewerkzeug. Also ich mache ja Traumaarbeit. Mhm.
Eine Traumaarbeit ist was anderes, das ist Floating. Und das, was Sie jetzt angesprochen haben, ehrliches Mitteilen, ist ein Selbsthilfewerkzeug, was keinen Spezialisten, keinen Therapeuten braucht. Stimmt, weil Sie auch sagen, nur um das nochmal festzuhalten, man braucht nicht unbedingt einen Spezialisten, um diese Dinge zu heilen, aber man braucht jemand anderen. Das ist schwer, das alles so pauschal zu sagen. Natürlich brauchen Sie ab einem bestimmten Grad von Traumatisierung brauchen Sie einen Therapeuten. Das Selbsthilfenetzwerk, also das ehrlich mitteilen, ist für Menschen bis zu einem gewissen Grad an Traumatisierung, können die das nutzen, um ihre Dinge zu lösen. Aber ab einem bestimmten Grad braucht es einen Spezialist. Das kann man dann nicht alleine, auch nicht alleine mit einem Gegenüber im Rahmen von einer Selbsthilfeprozedur machen. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil manche dann denken, ja, dann brauche ich ja keine Therapie, dann mache ich das alles damit. Das ist nicht so. Das ist gedacht für Menschen, die so stabil sind, dass sie einen direkten Austausch aushalten. Und jemand, der wirklich traumatisiert ist, der hält ja das schon nicht aus. Ja. Und das ist dazu angelegt, dass wir einfach eine neue Gesellschaft bekommen, weil das hilft uns, wenn wir das ehrlich mitteilen machen, das hilft uns eben an dem Ego vorbei zu navigieren. Wir müssen uns an die Regeln halten und das ermöglicht uns den direkten Kontakt, nach dem wir uns sehen, ohne dass wir uns verstehen müssen, wie das ein Therapeut machen würde. Das Einzige ist, wir müssen uns an die Regeln von dem EM halten. Dann führt uns das direkt zum maximal möglichen Kontakt. Und wie ich das rausgehört hatte, ist eine Regel davon, ist, dass man sagt, mein Kopf denkt XY und nicht, dass man sagt, zum Beispiel, ich denke so und so. Ne? Dass man quasi so eine Distanz aufbaut zwischen dem, was im Kopf los ist und einem selber. Also um das kurz zu erklären, unsere Erlebnisebene sind ja Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen. Das ist das, wenn wir ich sagen, das meinen wir damit. Und auf jeder Ebene erleben wir was. Wir erleben Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen. Und wenn wir Nähe herstellen wollen, dann müssen wir uns austauschen. Sonst gibt es keine Nähe. Ja. Nähe bedeutet, es fließen Informationen. Und die maximale Nähe stellen wir her, wenn wir eben das, was in uns ist, auf diesen drei Ebenen kommunizieren. Das Problem, was wir aber haben, ist, dass wir mit bestimmten Dingen identifiziert sind oder bestimmte Dinge nicht kommunizieren wollen, weil sie schambehaftet sind und so weiter. Und dann wissen wir nicht so recht, wie wir das machen sollen. Dann erzählen wir Geschichten. Ja, wir erzählen dann belangloses Blabla von gestern und von morgen, was keinen interessiert. Aber wir erzählen nicht das, was jetzt wirklich da ist. Und das ehrliche Mitteilen hilft uns, zu dem, was in uns jetzt da ist, einen Abstand zu bekommen und das wie ein externes Gebilde oder Objekt zu kommunizieren. Und dabei lernen wir mehr und mehr, dass wir das nicht sind. Ich bin nicht diese Gedanken, ich bin nicht die Körperempfindungen, auch nicht die Gefühle. Ich bin was Viertes, was das alles wahrnimmt. Und in dem Moment, wo ich eben mit der Gedankenebene nicht mehr identifiziert bin, macht es mir auch nichts mehr aus, wenn ich Dinge von anderen höre, die mit meinen Überzeugungen kollidieren. Und das ist ja im Moment eben auch so der Punkt, ja, da sind wir wieder im Bereich von Ideologie und so weiter. Je stärker ich traumatisiert bin, desto mehr muss ich mich an Konstrukten im Gedankenraum festhalten. Das sind Ideologien, ja. Das gibt mir eine Stabilität. Aber wenn jetzt jemand anderer Meinung ist, dann habe ich ein Problem. Weil dann ist der nicht nur anderer Meinung, sondern der bedroht gefühlsmäßig meine Existenz. So, und deswegen haben wir diese ganzen Kriege und so weiter. Also jedenfalls, also das EM hilft uns, da Abstand zu bekommen, einen Austausch herzustellen und zu realisieren, wir sind das alles nicht, egal was in uns ist. Es ist kein Problem, es stört die Verbindung und die Kommunikation nicht. Und wenn wir das ganz realisiert haben, dann ist die Sache erledigt. Erledigt und dann leben wir in Friede und Harmonie. Ist das dann? Also ich meine, es wird doch immer Konflikte geben. Also das. Nein. Nein? Also in höheren Dimensionen gibt es keine Konflikte. Aber ich meine, wir wollen es jetzt nicht zu esoterisch machen. Die ganzen Konflikte haben wir ja nur aus einer eingebildeten Not. Natürlich gibt es Probleme im Außen. Zum Beispiel, wir müssen hier eine Autobahn bauen. Aber die Konflikte, um die es hier geht, das sind keine Probleme im Außen, sondern das ist massives Leiden aufgrund von Entwicklungstrauma. Ja? Wir leiden an der Trennung. Natürlich wird es immer äußere Dinge geben, die zu tun sind. Aber das, worum es jetzt hier geht, was das Problem dieser Welt in der Gesellschaft ist, ja, das beruht auf diesen Trennungsmechanismen. Und sobald wir ganz erwachsen geworden sind, gibt es das nicht mehr. Und das ist ja auch so, das kann man in der Therapie dann auch sehen, wenn man das überschritten hat. Man kann sich nicht mehr zurückversetzen, wie das vorher war. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Das ist dann wirklich einfach weg. Ja. Mhm.
Interessant. Ich habe noch eine Frage wegen diesem ehrlichen Mitteilen. Habe ich mir gerade so vorgestellt, wie man dann irgendwie in so einer Polit-Talkshow sitzt und dann wird anstatt über jetzt, ist die Rente zum Scheitern verurteilt, dieses Thema wird ja seit 20 Jahren gefühlt besprochen, spricht man dann über die Gefühle und über macht dann das im Modus des ehrlichen Mitteilens? Ja, nicht statt. Man könnte zum Beispiel 10 Minuten ehrliches Mitteilen machen und dann die Fachthemen besprechen. Das wäre ja, also das hört sich so irre an, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, und das hat auch eine starke Wirkung, wenn man das nur sieht, wie zwei Leute ehrliches Mitteilen machen. Das hat auf mein Nervensystem auch eine Wirkung. Das ist wirklich hammerhart, was das macht mit einem. Man kann sich das gar nicht vorstellen, weil, wie gesagt, ich glaube auch, dass diese Personen, die ja eben in Machtpositionen sind, ja, dass das, glaube ich, eine viel größere Herausforderung ist, da so ehrlich zu sein und da hinzugucken und wirklich mitzuteilen, was da aktuell los ist, dass man das sich gar nicht, obwohl man ja immer, man behauptet ja immer, man sei so ehrlich, ne? Also viele Leute sagen, ja, ich bin schon ehrlich, ne, mit wie es mir geht und so weiter und so fort. Aber nicht in Bezug auf die Kernemotionen. Es gibt immer eins von beiden oder ja, in Extremfällen auch beides sind tabuisiert. Ne? Also jetzt Wut und Trauer oder wie? Ja, entweder hat man Schwierigkeiten, Wut zu kommunizieren im direkten Kontakt oder Trauer. Mhm. Ne? Ja, Herr Klein, eigentlich könnten wir noch eine Weile weiterreden, weil ich tue mich, glaube ich, noch ein bisschen schwer auch mit diesem Thema, dass irgendwie alles Trennungskonflikt ist. Ne? Überall, auch wenn eine Autobahn gebaut wird, dann gibt's klar, es ist ein Problem, das gelöst werden muss, weil da muss eine Straße von A nach B gebaut werden. Aber die Leute, die sich jetzt zum Beispiel daran reiben, weil irgendwelche Käfer dadurch sterben. Ja, das sind. Aber das ist dann auch ein Trennungskonflikt. Nein, das sind äußere Dinge. Es sei denn, jemand nutzt das Käferproblem, um zu projizieren. Es gibt ja äußere Probleme und Dinge, die zu bewältigen und zu lösen sind. Ja, und es gibt projizierte Not. Und das ist aber so, das ist auf Deckung, also das hat ja immer eine Realität. Also ich projiziere ja nicht auf etwas, wo nichts Reales dahinter ist. Ja, also wenn ich mich zum Beispiel... Okay, das ist wichtig, glaube ich. Ja, wenn ich meine Aggression unterdrücke und in der Ohnmachtsrolle bin, dann nutze ich die Käfer als Projektionsfläche und trotzdem hat das auch eine Realität mit den Käfern, weil wenn die Autobahn gebaut wird, dann sind die platt. Aber wenn ich das als äußeres Problem behandle, dann hat das nicht diese Dramatik, dann fühle ich mich nicht meiner Existenz bedroht, wenn die Autobahn gebaut wird, sondern dann bin ich vielleicht nur ein bisschen traurig. Oder es kommt zu einer gemeinsamen, wenn das von allen beleuchtet wurde, auf der Sachebene, ja, und dann kommt es zu einer gemeinsamen Beschließung, ja, und wo dann auch mehr oder weniger jeder sich mit abfinden kann. Und diese Dramatik, ja, diese Radikalisierung, die wird dann einfach nicht mehr gebraucht. Okay, aber ich finde das gut, was Sie jetzt noch gesagt haben. Das heißt ja nicht, dass da nicht irgendwo ein wahrer Kern ist, an dem man sich so quasi ranhängt, ja. Aber man macht es viel größer, um etwas in einem selber nicht zu spüren, sozusagen. Ja, man nutzt es, um Kindanteile nach außen zu delegieren. Ne? Statt zu sagen, ich fühle mich hilflos und ohnmächtig, sage ich, ich will nicht, dass die Käfer durch die Autobahn zerstört werden. Dann ist es außen. Ne? Was nicht heißt, dass man sich nicht trotzdem für die Käfer einsetzen kann. Ja, was mit der Situation da außen real gar nichts zu tun hat. Ne? Herr Klein, also ich finde das sehr interessant, vor allem der Teil, wie Sie das erläutert haben, dass eine passive Gesellschaft quasi sich selbst diese übergriffige Regierung herbeimanifestiert im Endeffekt. Das ist schon wirklich ein großer Erkenntnisgewinn für mich an dieser Stelle. Ich würde gerne alle Ihre Sachen unten in die Beschreibung verlinken, für diejenigen, die da vielleicht näher hingucken wollen, sich dafür interessieren. Verlinke ich die Seite, ich glaube traumaheilung.net, genau. Richtig? Und wo man vielleicht dieses ehrliche Mitteilen auch praktizieren kann. Da haben Sie ja gesagt, das ist quasi ein Selbsthilfetool. Und damit sage ich vielen, vielen herzlichen Dank auch für Ihre Zeit und dass Sie mich hier in Berlin getroffen haben. Und ich werde mir das auf jeden Fall noch mal näher angucken. Mal sehen, was ich da noch so lernen kann. Vielen Dank. Vielen Dankeschön. Dank.